Also bei mir, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber wenn ich irgendwo draufklicke, dann muss das seriös wirken. Das ist wieder die konservative Seite. Und wenn eine Seite seriös wirkt, dann vertraue ich der blind. Ich würde sagen, ich bin das optimale Phishing-Opfer, aber. Ja, ich denke mir halt so. Also ich bin dann so blöd im Prinzip. Denke mir, naja. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, meine Bank, ja. Also Bank würde ich das jetzt nicht machen, aber irgendwie, sag ich jetzt mal, die gibt doch bestimmt Geld dafür aus, dass die Seite gut aussieht. Und wenn dann hier steht, einfach nur statt Deutsche Sparkasse oder so, steht dann darüber ihre Bank, ja, und dann nur so zwei Felder, der Seite würde ich nicht vertrauen. Aber wenn die gut gemacht ist und gut aussieht, ich mir denke, hat ein Profi gemacht, ja, das sieht man ja ganz schnell eigentlich, ob es jetzt so eine Standardseite ist oder ob die ganz viele Features hat. Und der vertraue ich dann und ich glaube, das ist ein Fehler.